Kapitel 20. Wenn die Zeit unvergangen wird. Die Abstimmung ist zu Ende. 10 von euch haben für Vyles gestimmt und 4 für Omegon. Ihr stellt euch also wahrlich gegen mich. Es ist zwecklos. In meiner Welt haben eure Entscheidungen keine Macht. Was war nun die richtige Entscheidung? Alles, was Vyles, was Darkrai gesagt hatte, schien wahr zu sein. Wenn wirklich alle anderen Weltenbäume vom Ende des unsrigen abhingen, konnte ich es wirklich über mich bringen, mich gegen Vyles zu stellen. Doch auch in die andere Richtung galt die Frage. All die Zeit lang kämpfte ich für mein Ziel, die Rettung der Zukunft meiner Freunde. Und wenn ich nun die Seite wechselte, die leuchtende Zukunft, die ich ihnen allen versprochen hatte, wäre für immer verloren. Mensch, ziehst du es wirklich nun in Erwägung, auf seine Seite zu treten? Hast du denn schon vergessen, was er gerade noch getan hat? Er hat deinen besten Freund kaltblütig ermordet. Er drohte euch allen schon so oft, ist der Grund für so viele Opfer. Selbst vor deinem Herkunftsweltenbaum macht er nicht Halt. So lange terrorisiert er nun schon dich und alle, die dir etwas bedeuten. Und nun ist der Zeitpunkt gekommen, ihm all dies endlich heimzuzahlen. All die Schmerzen, all die Qualen, all die Verluste, all dies war nur auf ein Wesen zurückzuführen. Auf Darkrai. Darkrai, welcher nun zum Vierseelengott geworden war. War meine Entscheidung die richtige? Ich weiß es nicht. Doch in diesem Moment war nur ein Gedanke in mir präsent. Rache. Für alles, was Darkrai uns genommen hatte. Ich spürte, wie das Blut in meinen Adern kochte. Die Macht beider Menschen einte sich nun in Anwesenheit des höchsten Gottes. Vyles. Nein. Darkrai. Über Jahrzehnte hinweg brachtest du mir und meinen Freunden nichts als Schmerz, Leid, Trauer, Verzweiflung. Vom ersten Tag an warst du nichts als ein irrsinniger Tyrann. Weshalb sollte ich auch nur ein Wort deiner Lügen glauben, nach allem, was du uns angetan hast? Bisasam, Chelast, Shainux, Lord Ecke. Sie alle wären heute hier bei uns, wenn du mehr wärst als nur ein Irrer. Ich werde mich niemals auf deine Seite stellen. Ich werde heute all die rächen, die wir verloren haben. Freunde, wer von euch ist auf meiner Seite? Du hast uns ewig angelogen und warst schuld am Tod meines besten Freundes, Darkrai. Ich werde auch kämpfen. Jahr um Jahr ließt du uns in die Irre laufen. Und am Ende erwartest du von uns, dass wir deinen verlogenen Worten auch noch Glauben schenken. Heute endet es für dich, Darkrai. Letztlich hast du mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und das klingt vielleicht gut. Ist es aber nicht. Du hast mein Leben zerstört und ich werde es genießen, dein Leben enden zu sehen. Ich war zu wenig direkt beeinflusst, um für mich selber zu sprechen. Aber ich weiß, wie viele Schmerzen du Ivy bereitet hast. Noch mehr als ich in meinen schlechtesten Zeiten. Und dafür wirst du bezahlen. Es ist, wie Spark es sagt. Chelast. Dieses eine Wort reicht aus, um auszusagen, wie sehr ich dich verachte, Darkrai. Ein Spiel mit Leben und Tod, mit Seele und Herz, ein Spiel mit dem Verstand. Täuschung über Täuschung haben uns an diesen Ort gebracht. Ich habe auf meinen Reisen viel gelernt. Ich habe gelernt, dass man nicht immer stark oder weise sein muss, aber auch, dass kleine Entscheidungen Großes bewirken können. Und wenn diese Entscheidung dein Ende bewirkt, dann stehe ich voll auf ihrer Seite. Darkrai, du bist der Grund, aus dem ich bin, wie ich bin. Du bist derjenige, der mich zu einem Abfallprodukt der Finsternis gemacht hat. Du hast mich gezwungen, meine eigenen Freunde zu verraten, zu verletzen.
Du hast mich zu einem Monster gemacht, welches ich nie sein wollte. Nur durch all meine tollen Freunde konnte ich dem Fluch entkommen, den du auf mich gelegt hast. Ich werde dir niemals verzeihen. Du bist schuld an Shinnoks Tod. Du bist schuld, dass ich die Liebe meines Lebens verloren habe und den Vater meiner Tochter. Und dann hast du auch noch die Arroganz gehabt, mir die Schuld zu geben. Du hast mir das genommen, was mir mehr bedeutet hat als alles andere, Darkrai. Ich habe dich schon einmal getötet. Und wenn es wieder geschieht, ich werde nicht ruhen, bis du dein Ende gefunden hast. Für Papa. All meine Freunde wussten, auf wessen Seite sie sich stellen würden. Sie alle hatten Verluste gemacht, die nie wieder ersetzt werden könnten. Vielleicht war so manche ihrer Aussagen unwahr oder falsch betrachtet, doch in diesen Minuten war es egal. In diesen Minuten galt nur eins: das Ende unseres großen Krieges. Siehst du, Darkrai? Diese Krieger wissen, was Treue wirklich bedeutet. Du hattest deine Chance gehabt. Einst standen wir auf einer Seite, doch du lehntest meinen Großmut ab. Und du hast dich entschieden, zu meinem größten Feind zu werden. Du bist schuld daran, dass es hier enden wird. Für dich. Ein Kampfschrei, welcher Raum und Zeit übergehen zu schien, erklang, als die letzte Schlacht wahrlich begann. Das Blatt hatte sich nun gewendet. Das Auftreten eines einzigen Wesens hatte alles in diesem Kampf verändert. Denn es war, wie Vylas selber es gesagt hatte. Omegon war wohl das einzige Wesen, welches seine Macht noch übertreffen konnte. Er und Omegon waren deshalb auch die beiden, die diesen Kampf hauptsächlich austrugen. Auch wenn es etwas schmerzte, es zuzugeben. Meine Freunde und ich waren in dieser großen Schlacht nicht viel mehr als Zuschauer. Omegons Kampfstil verriet auch, dass er mir die Kraft des ersten Menschen nicht überlassen hatte, damit ich kämpfte und sie nutzte, sondern bloß, um sie von Vylas fernzuhalten. Die Techniken Omegons selbst wirkten vollkommen verwirrend. Ich hatte bei seinem wahren Erscheinen bereits das Gefühl gehabt, dass es für ihn unmöglich sein dürfte, auszuweichen, da sein schlangenartiger Körper sich alleine beinahe 20 Mal um die Plattform rang und sein Kopf trotzdem beinahe 100 Meter in die Höhe schoss. Doch schnell stellte ich fest, dass anscheinend große Teile seines Körpers nicht verwundbar waren. Er war es wahrlich wie der Sternenhimmel. Lediglich sein Kopf schien durch Vylas Angriffe verwundbar zu sein, was jedoch dem Vierseelengott kaum weiterhalf. In dem Meer aus Sternlicht, welches sich um die Plattform gebildet hatte, konnte Omegon untertauchen, um so seinen Schwachpunkt unsichtbar zu machen. Auch die Geschwindigkeit des höchsten Gottes glich dem Sternlicht, welches er repräsentierte. Seine Hiebe teilte er mit der Geschwindigkeit des Lichtes aus. Keiner der Hiebe schien irgendwie vorhersehbar. Sie konnten von überall in der Masse des Sternlichtes kommen und waren zu schnell, als dass jemand darauf reagieren könnte. Für den trägen Vylas galt dies gleich mehrfach. Seine eigenen Hiebe schienen ihr Ziel jedoch auch recht oft zu finden, anders als es vielleicht zu erwarten war. Da Omegons Schwachpunkt nur unsichtbar und nicht verschwunden war, konnten die großen, flächendeckenden Attacken des Vylas durchaus etwas ausrichten. Und weiter nutzte er neue Tricks, welche er offensichtlich für zielführend hielt. Omegon, welcher den Kampf trotzdem gut unter Kontrolle hatte, hatte allerdings trotz dessen noch ein weiteres Ass im Ärmel. Es war eine Attacke, vom Prinzip ähnlich wie Ivys Hoffnungsstrahl. Und damit meine ich nicht all dieses Hoffnungsgetue, welches bei Ivy gilt, sondern damit meine ich, dass es ein Angriff in einem viel zu starken Attackenpool ist, welche noch einmal heraussticht, weil sie die ultimative Attacke ist, welche noch einmal tödlicher ist als alle anderen. So einen Angriff besaß auch Omegon und er schien entschlossen, die Schlacht damit zu beenden. Die vielleicht mächtigste Attacke, die je ein Wesen nutzen könnte. Sonnensturm, Ultima Solaris.
Auch wenn dieser Angriff einen recht normalen hatte, machte er ihm alle Ehre. Denn die Technik begann damit, dass Omegon sich von der Plattform löste und mit unsagbarer Geschwindigkeit überall im leeren Raum herumreiste, in dem wir uns befanden. Und an verschiedensten Orten, an welchen er bei diesem Flug einkam, erschienen winzige Sonnen. Sie strahlten keine relevante Hitze aus, so weit entfernt wie sie waren. Doch ihre wahre Kraft entfaltete sich auch erst danach. Als all die Sonnen erschienen waren, war es soweit. Oft verwendet man es als Redensart, doch dieser Schlag traf wahrlich mit der Kraft von 1000 Sonnen, welche alle auf einmal auf die Barriere, welche der dunkelste Dämon sich erschaffen hatte, einschlugen. Und diese Barriere hatte keine Chance gegen die unfassbare Macht. Sie zersplitterte in 1000 Scherben. Und all die Kraft traf nun auf den wehrlosen Gott. Und all die Hitze tat genau, was man bei derartigen Temperaturen erwarten würde. Wortwörtlich schmolz der Körper des dunkelsten Gottes dahin, bis nur ein kleines Irrlicht blieb. Ein kleines, lilanes Irrlicht, welches in den Himmel schwebte und die Farbe dessen änderte. Der Vierseelengott ist gefallen, doch nur so sehr, wie es möglich ist. Denn er ist unsterblich. Er wird in diesen Himmeln ruhen, für Jahrhunderte, bis seine Kraft wiederkehrt. Und dann wird es erneut beginnen. Es wird erneut beginnen? Heißt das, es war alles umsonst? Nein, kleine Bulbi. Es gibt eine Möglichkeit. Günther, mit all der Kraft, die sich nun in dir eint, mache die Zeit unvergangen. Du kannst Raum und Zeit zurückdrehen, sodass die Kraft des ersten Menschen nie geschaffen wurde. Du wirst niemals hier angekommen sein und wirst nie wieder hierher kommen können. Doch auch Darkrai wird für immer verschwinden. Die Zeit unvergangen machen. Es wäre ein großes Opfer meinerseits, doch ein noch größeres meiner Freunde. Warte, wenn ich das mache, dann wird Latios nie wiederkehren, Scheinux wäre nie geboren, Funkenherz auch nicht, Floink wäre nie entstanden. Doch Omegon unterbrach mich. Raum und Zeit nehmen kein Leben und schaffen keins. Alle ihr, wie ihr hier steht, werdet existieren. Alle, die es nicht geschafft haben, nicht. Doch eure Erinnerungen, ich bezweifle, dass sie leben werden. Es wird alles zurückgesetzt. Günther, tu es! Mit diesen Worten verschwand er. Der Herrscher des Weltenbaumes, für welchen ich so lange gekämpft hatte. Und ich stand nun hier, vor einem letzten Abschied. Und auch meine Freunde wussten, was dies bedeuten würde. Wir würden uns nie wiedersehen können. Vielleicht würden wir uns nicht einmal aneinander erinnern können. Diese Welt würde zurückgesetzt werden. All unsere Abenteuer. Würde unsere Legende vergessen werden. All die Reisen. All die Kämpfe, all die gemeinsamen Erinnerungen, würde all dies einfach verschwinden. Und doch wussten wir alle, es gab keinen anderen Weg. Um die endlose Rückkehr des Vierseelengottes zu verhindern, mussten wir dieses Opfer bringen. Für eine glückliche Zukunft. Ich denke, wir wissen alle, was das bedeutet, nicht? Das war's. Hier ist es zu Ende. Freunde, hier werden sich unsere Wege trennen. Ein für alle Mal. Ja, das ist es wohl, was geschehen muss. Nach all unseren Reisen, all den Abenteuern. Günther, dies ist das Ende des großen Krieges. Wir alle waren ein Teil von etwas Unfassbarem. Und wir alle waren es gemeinsam. Also, wollen wir es schnell hinter uns bringen. Vielleicht verlieren wir ohnehin all die Erinnerungen, die wir haben. Kurz kehrte Stille ein. Nein, ist egal, was Omegon sagt. Wir werden nichts vergessen. Und deswegen sollten wir uns auch nicht so trennen wie das hier. Sie hat recht. Wenn ich eines auf all diesen Reisen gelernt habe, dann war es, dass nichts unmöglich ist, egal wie schwierig es scheinen mag.
Ich habe hart gekämpft für eine Welt, in der eine friedliche Zukunft existieren kann. Und im Drang nach meiner eigenen Zukunft habe ich alles verloren, was ich hatte. Aber als Team konntet ihr selbst meine dunkelsten Gedanken bezwingen und mich hier zu euch stoßen lassen. Wir werden nicht vergessen. Ich stimme der Kleinen auch zu. Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es wohl nicht zu verstecken, was man denkt und fühlt. Ich mag nicht das meiste in dieser Gruppe geleistet haben, aber es war trotzdem ein Knochenjob. Und trotzdem war es eine Ehre, mit euch kämpfen zu können. Das, was auf diesen Reisen passiert ist, wird uns niemand jemals je nehmen können. Es stimmt, auch ich habe etwas gelernt. Nämlich, so bunt wie man das Leben auch sehen mag. Manchmal muss man einfach sehen, wann gute Laune unangebracht ist. Und in diesen Minuten wäre Freude unangebracht, aber Trauer auch. In diesen Minuten wollen wir uns gemeinsam zurückerinnern. An all das, was wir geschaffen haben. An all das, was wir erreicht haben. Ich selber lernte für mich, dass man nicht immer im Vordergrund stehen muss, um Großes zu bewirken. Einst scheiterte unser Retterteam daran, dass ich dies nicht erkannte. Heute weiß ich es besser. Wenn mir diese Abenteuer etwas gelehrt haben, dann ist es zu leben. Zu leben und zu lieben. Jede Minute des Lebens ist wertvoll. Man weiß nie, was geschieht und wann man alles verliert. Ich habe vor allem gelernt, dass man ein Pokémon nie beurteilen sollte, ohne es wahrlich zu kennen. Durch Vorurteile macht man sich nur Feinde und macht große Fehler. Was ich gelernt habe, ist sehr vieles. Doch an erster Stelle habe ich gelernt, dass Verlust ein Teil des Lebens ist. Und es ist wichtig, auch nach dem Verlust weiterleben zu können. All diejenigen, die wir auf unseren Reisen verloren haben. Nick Crossma, Bisasam, Chelast, Shinux und Lord Ecke. Sie alle leben weiter, in unseren Herzen. Und sie alle würden wollen, dass wir unser Leben leben und alles daraus machen. Und in ihrem Namen sollten wir stark bleiben. Von allem, was ihr alle bereits sagtet, war etwas dabei. Verlust wird immer ein Teil des Lebens sein. Zu verurteilen bringt nur Schmerz. Doch vor allem habe ich gemerkt, dass wirklich jedes Pokémon einen Platz in dieser Welt verdient. Jeder hat eine Bestimmung, jeder hat Träume. Diesen Träumen muss man folgen, aber niemals alleine. Denn alleine ist man schwach, nur als Team ist man stark. Das ist es, was einen wahren Abenteurer ausmacht. Auch Papa hat das gewusst. Ich werde eines Tages eine genauso bedeutende Abenteurerin werden, wie er es war. Ich weiß, dass er immer über mich wachen wird. Sie alle hatten aus unseren Abenteuern gelernt. Sie alle waren an sich selber gewachsen. Und auch ich. Ich habe gelernt, was Freundschaft bedeutet. Früher dachte ich, dass Freunde Leute sind, mit denen man scherzen kann und gut gelaunt sein kann. Doch über all diese Zeit habe ich gelernt, dass wahre Freunde eben die sind, die wirklich mit einem durch dick und dünn gehen. Die, die auch dabei sind, wenn es einem schlecht geht. Und auch habe ich gelernt, dass das Leben oft nicht ist, wie es scheint. Darkrai war der Beweis hierfür. Und ich glaube nicht, dass eines Tages alle Rätsel um ihn gelöst sein werden. Wir waren ein Team. Auch die fünf, die du genannt hast, Ivy. Sie sind bei uns in diesen letzten Minuten. Gemeinsam standen wir gegen die Dunkelheit und das Licht. Gegen Raum und Zeit, gegen Leben und Tod. Wir reisten in andere Welten, trafen viele neue Freunde. So viele verschiedene Gesichter, jeder mit seiner eigenen Geschichte. Dies ist es, was das Leben ausmacht. Freundschaft und Vielfalt, Liebe und Toleranz, Mysterien und Emotionen. All dies ist das Leben. Es ist nun soweit, meine Freunde. Ich werde mich hier von euch verabschieden. Ihr alle, bitte versprecht mir eins. Lebt die Zukunft, für welche wir gekämpft haben. Werdet alle glücklich. Findet endlich euren verdienten Frieden. Und wer weiß, eines Tages, irgendwie, vielleicht können sich unsere Wege doch irgendwann wieder kreuzen. Ich wollte gerade das Ende herbeiführen, als Bulbi mich noch ein letztes Mal stoppte. Günther, ich denke, du solltest das hier haben. Aus ihrem Beutel zog sie ein Bild heraus,
Es war offenbar selbst gemalt und zeigte viele meiner Freunde. Don't ever forget. Ich habe es nach meinem ersten Abenteuer gemalt. Ich möchte, dass du es nimmst. Es wird wahrscheinlich nie in deiner Welt ankommen, aber als Symbol... Es ist ein Symbol der Freundschaft zwischen allen von uns. Günther, danke für alles. Lebe wohl. Don't ever forget. Lebe nicht in der Vergangenheit, doch verliere sie niemals aus den Augen. Schreite voran, doch gehe mit einem Lächeln. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sie sind alle gleichbedeutend. Im Schein des Nachthimmels werden all die Emotionen wach. Trauer, Freude, Wut, Hass, Liebe, Zweifel, Hoffnung und auch Stolz. All diese Emotionen sind es, was uns lebendig machen. Und nun komme ich am großen Ziel an, nach Jahrzehnten wie Unendlichkeit. Das Feuer in mir wird noch ewig brennen. Der Weg war hart und steinig, und doch war er eigentlich das Ziel. Das Ziel im Leben ist der Tod, doch auch im Leben ist der Weg das wahre Ziel. Nicht immer kann es ein Morgen geben. Schicksalsschläge gehören dazu. Doch wenn man lernt, niemals aufzugeben, dann kann es immer weitergehen. Auf die Freundschaft, auf die Treue, auf die Liebe, auf uns. Ich danke euch für alles. Ich glaube nicht, dass ihr je verstehen werdet, wie viel mir diese Reisen wahrlich bedeutet haben. Dies ist das Ende meiner Sage. Doch wie Bulbi es einst tat, möchte ich nicht gehen ohne eine letzte Weisheit. Wenn man einmal kein Licht mehr im Leben sieht, dann hält man die Augen geschlossen. Es gibt immer Gründe weiterzumachen, ob man sie nun sieht oder nicht. Doch allein dieses Bewusstsein, diese Moral kann einen durch das Leben tragen. Ich werde all dies niemals vergessen. Danke. When I can see the lights shining up in the skies with you right by my side, I see the future shining bright. The light will always shine. This right now is our time in which I truly feel. The future will shine bright. A star in the night, we have seen the light, so that we are all now in this great place. So much in our past, so much still to see. Together we can go all the way and even if luck is sometimes running out, together we will stay strong. We've seen our land to understand what is it we are fighting for. Do not give up, I'll take the risk. Feel adventure, spirit flow through you. A special bond, what's between us? Only as team we won't be beaten, so I'll stay here. With you I will stay here. Here adventure call, once it was what I searched, but today I prefer calmness and peace. With slaying greatest dark, our words hit the mark, to beat what endangered what's to come for. Ever we will be united. We are stronger than time. So hear our call, our world's downfall will not happen as long as we live. If we're a team, we won't be slain. The light is flowing through our veins. Unison spreads, the greatest task. Friendship and love are all that matters as stars shine down. Oh.
I see the future blue. Wanted it like that, that is why I stayed. To fight for a world that never was mine. As friends, as a team, everything we've seen. Nothing can tear us apart. And when one day the time comes and I will have to leave you behind, please know that even death can never break our bond. As all the journeys end and every part of my life has come to a sudden end, the past slowly fading out. No longer carry on a burden of destiny. Finally reach the end of eternal mystery. During my final days I learned to appreciate the gifts of friendship and pride more than I ever have ever. So slowly I feel myself fading. Reaching this was final end. I have stopped to pretend that all I want is to fight against the hero's light. Growing slowly deep within me is affection for those near me. Felt eternal night and eternal light as a chance within. Who did really win, really win? After centuries, thousand enemies, enemies, myself trapped within. What is happening, happening? Ever so deeply, I think of my actions. Passing right into the light with my lost ends, my fight dedicated all my life for what I believe is right. Never thought of giving up, giving it all that I've got for the ones that I defend. I fought until the end. Ever so slowly I feel my mind fading, leaving all behind. Fell to the starlight, all my suffering in vain. I felt nothing but pain. In the end I really lost, even though my plans cost. May this be my deserved end. Was for two starlights and all the water not prevail. Still I'm proud of my will. Centuries I have fought on, the war ends as I'm gone. Yet in justice I believe, my for God's purity. Never judge by what you see, as example take me. All the time I seemed evil, while I just search for justice. Resonating love, resonating life. As I bid farewell, I finally feel fulfilled.